Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und wie ihr seht, habe ich noch nichts im Gesicht. Das möchte ich gleich nachholen. Anlass dazu ist ein ganz tolles Paket, was ich von der lieben Renate zugeschickt bekommen habe. Dort war unter anderem eine ganz süße kleine Palette von I Love Revolution mit dabei, eine Blush and Highlighter Palette, die möchte ich in diesem Video verwenden. Außerdem habe ich mir zwei Produkte neu gekauft. Zum einen von der Marke Yves Rocher diese Foundation hier und von BH Cosmetics eine kleine Lidschattenpalette. Die möchte ich jetzt zum allerersten Mal ausprobieren und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Renate ist eine ganz liebevolle und herzliche Frau und ich bin sehr glücklich, dass ich sie hier über YouTube kennenlernen durfte. Sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und man findet sie auch auf Instagram. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Renate macht auch Unboxing-Videos zum Beispiel. Dabei hilft ihr regelmäßig auch ihr süßer Kater Sammy. Und Renate ist auch sehr bastelbegeistert. Sie bastelt regelmäßig und hatte dann mal etwas gepostet, was mir so gut gefallen hat, dass ich richtig ins Schwärmen kam. Und sie hat mir dann geschrieben, dass sie mir das gerne zuschicken würde. Das war der Anlass für das Paket, was sie mir geschickt hat. Und sie hat mir dann halt einfach noch ein paar weitere Dinge reingepackt. Herzlichen Dank, ich freue mich sehr darüber. Ich möchte euch das natürlich auch einmal kurz zeigen. Also das, um was es hauptsächlich ging, ist einmal diese Schauglocke hier, die sie gebastelt hat. Sie hatte da eine ähnliche mal gepostet und hat die jetzt hier extra für mich gemacht und das fand ich so schön. Sie hat hier Schmetterlinge drin und Blumen und das Ganze ist sogar mit Licht. Das kann ich hier mal anmachen. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt gut sieht oder nicht. Und ja, das war eigentlich der Hauptgrund, warum sie mir jetzt ein Paket hat zukommen lassen. Ich stelle das jetzt hier einmal mit in meinen Hintergrund. Die Schauglocke wird dann später noch einen ganz besonderen Ehrenplatz in meinem Wohnzimmer bekommen. Herzlichen Dank nochmal, Renate. Ich finde sie wirklich sehr schön. Und auch besonders schön fand ich die Karte, die du mit reingepackt hast. Enjoy the day. Und dann hat sie hier ein paar Schmetterlinge raufgeklebt und diese Verzierungen gemacht. Und die sieht wirklich sehr schön aus. Auch die werde ich mir natürlich aufheben. Neben der Showglocke, die sie ja mir eigentlich nur schicken wollte, und ich wusste nicht, dass sie da noch andere Sachen mit ins Paket packt, hat sie mir noch diese Vase mit eingepackt mit diesen schönen Blümchen. Auch da weiß ich schon, wo ich mir die hinstellen werde. Dann hat sie mir von meiner Lieblingsmarke, was Masken betrifft, noch etwas mit eingepackt von Luvos Heilerde, die Anti-Pollution-Maske. Die werde ich auch sehr gerne verwenden. Dann schon, wie erwähnt, einmal diese süße kleine Palette von I Love Revolution, Sprinkles Blush and Highlight Palette. Die schauen wir dann uns gleich noch genauer an, wenn es dann zu dem Part mit Blush und Highlighter kommt. Dann war noch drin diese süße Schachtel hier. Und da ist so eine Teigrolle drauf und Herzchen. Und ja, da war ich jetzt auch gespannt, was da drin ist. Und da ist ein Keksstempel drin. Dieser hier. Da steht Made with Love und ein Herz. Und dann kann man das so in Kekse reinstempeln, wenn man sie backt. Und dann haben die diese Verzierung. Finde ich total süß. Dankeschön. Und dann sie hat ähnliche Boxen auch abonniert wie ich. Und in einer war in der Vergangenheit mal Kondome drin gewesen. Und die hat sie mir auch weitergeschickt, weil sie wusste, dass ich dafür gut Verwendung habe, denn ich nehme die Pille nicht. Aus verschiedenen Gründen, die ihr ja auch schon wisst. Ich habe ja da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ja, ich würde sagen, herzlichen Dank, Renate. Ich freue mich sehr drüber. Ich habe Renate auch was zukommen lassen, aber eigentlich ganz unabhängig von dieser Geschichte. Ich habe schon eine ganze Weile auch was für sie gesammelt und wollte sie dann mal mit einem Paket überraschen. Und dadurch, dass sie mir jetzt eins geschickt hat, habe ich das dann auch zum Anlass genommen, jetzt zeitnah ein Paket an sie rauszuschicken. Vielleicht zeigt sie euch da auch was, aber das habe ich ihr überlassen, ob sie da was zeigen möchte, ein Video drüber zu machen möchte oder nicht.
So, wir haben jetzt genug rumgeschnackt. Ich werde jetzt einmal mit der Foundation starten. Ich habe mir einmal diese Foundation hier bei Yves Rocher gekauft. Sie kostet 19,90 € und es gibt 9 verschiedene Farbtöne. Ich habe den Farbton Rosé 200 gewählt und die Foundation kommt in einem Glastiegel daher, was ich sehr schön finde, weil es halt ein bisschen nachhaltiger ist als wie das Plastikgedöns und ich finde, es sieht doch ganz hübsch aus mit dem rosanen Deckel. Diese Foundation wird beschrieben als eine Mischung zwischen Foundation und pflegender Tagescreme. Sie soll 12 Stunden lang halten und eine hohe Deckkraft haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es wird empfohlen, sich die Foundation punktuell auf dem Gesicht zu verteilen und dann mit einem Pinsel zu verblenden. Das werde ich auch so machen. Ich habe, wie gesagt, den Farbton 200 Rosé gewählt. Ich habe ihn auch schon mal auf meinem Handrücken geswatcht und ich glaube, der Farbton könnte ganz gut passen. Und das werden wir uns jetzt einfach mal genauer anschauen. Ich nehme jetzt einfach mal was mit meinem Finger von dieser Foundation auf und verteile mir das hier so pünktchenweise in meinem Gesicht. Ich habe so ein bisschen Angst, zu viel zu nehmen, aber also es fühlt sich nämlich schon irgendwie sehr reichhaltig an. Ich nehme jetzt einmal diesen Pinsel hier von It Cosmetics und werde mir das verblenden. Jetzt nicht mehr den Eindruck, dass mir das zu viel ist. Im Gegenteil, ich hatte schon gleich zeitnah das Bedürfnis, noch mehr nachzutragen. Ich werde jetzt auch gleich noch mal etwas aufbauen. Was mir aufgefallen ist, es ist parfümiert, es riecht aber sehr schön. Es hat so einen schönen blumigen Duft. Es ist was ganz Besonderes irgendwie vom Duft, das gefällt mir. Aber wenn man Düfte in Foundations nicht mag, dann würde ich davon abraten, die zu kaufen. Was sofort auffällt, sie ist sehr glowy, was sicherlich an dem pflegenden Anteil in der Foundation liegt. Und ich finde jetzt nicht, dass bei der Menge, die ich bisher genommen habe, dass sie da eine sehr hohe Deckkraft hat. Im Gegenteil, es ist für mich eine leichte Deckkraft. Aber wir schauen mal, was jetzt passiert, wenn ich das nochmal etwas aufbaue. Zweite Schicht habe ich jetzt aufgetragen und die Deckkraft hat sich schon etwas verstärkt, aber es ist immer noch nur eine mittlere Deckkraft. Ich sehe hier noch so ein bisschen Rötungen durch. Meinen Altersfleck sehe ich auch hier so ein paar Restspuren von einer Unreinheit sehe ich noch. Von daher ist es für mich definitiv keine hohe Deckkraft, aber so für den Alltag sehr schön. Ich finde auch, dass mein Gesicht frisch aussieht. Aber es ist mir eine Spur zu glowy. Also ich würde jetzt definitiv mit einem mattierenden Puder drüber gehen, zumal meine Haut eh immer noch etwas nachfettet und dann der Glow auch wieder durchkommt. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich vom Auftrag her und vom Gesamtergebnis zufrieden. Ich glaube, ich habe den richtigen Farbton für mich gewählt. Ich werde jetzt Puder, Concealer, Augenbrauen und das schon mal machen, wo ich keine neuen Produkte habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, meine Lieben, meine Base ist fertig und obwohl ich ein mattierendes Puder genommen habe, finde ich, kommt der Glow immer noch gut durch. Aber jetzt ist es mir nicht mehr zu viel an Glow. Das gefällt mir so insgesamt sehr gut. Wir wenden uns jetzt einmal dieser süßen kleinen Palette hier zu. Die Frosted Cupcake I Love Revolution Sprinkles Blush and Highlight Palette. Und da sehen wir vier ganz besondere Farbtöne. Ich hole es hier jetzt natürlich erstmal aus der Verpackung heraus. Und ich habe sie noch nicht geswatcht, doch gar nicht angefasst. Ich bin da jetzt sehr gespannt drauf, wie die Farben so sind. Und dann entscheide ich mich auch gleich, was ich als Blush hernehmen werde. So sieht das einmal von der Verpackung aus. Eine ganz schlichte weiße Palette. Kein Spiegel und es sieht so ein bisschen aus wie Steine. Wir haben hier ein Highlighter, einen hellen, einen dunklen Highlighter. Da sind auch so blaue Pigmente mit drin. Einen peachfarbenen und einmal diesen roséfarbenen Blush. Und ich würde sagen, ich swatch die einfach von links nach rechts. Interessant. So sieht es auf den Fingern aus. Und das swatche ich euch jetzt einfach mal hier meinen Arm entlang. Das sind schöne Töne. Die Blushes haben natürlich auch hier einen ordentlichen Schimmer drin. Das hatte ich auch schon so vermutet, wenn man das so in der Palette gesehen hat. Aber der Rosaton ist wirklich sehr, sehr schön. Den werde ich mir jetzt auch gleich als Blush auftragen. Und ja, generell sehr schön und gut miteinander kombinierbar, gefällt mir. Ich gehe jetzt einfach mal hier in diesen rosanen Ton hinein und dann schauen wir mal, was gleich im Gesicht passieren wird. Das ist schon sehr spiegelnd und rosa und für mich kein typischer Blush, aber irgendwie auch sehr schön. Also je nachdem, wie das Licht drauf fällt, sieht es sehr rosa aus. Wenn ich jetzt so gerade in die Kamera schaue, sehe ich eigentlich nur so einen leichten Glow. Irgendwie interessant, aber für den Alltag definitiv nicht geeignet. Zumindest nach meinem Geschmack. Aber gut, ich mache jetzt auch die zweite Seite. Es sollen ja beide Seiten gleich ausschauen. Und dann gucken wir mal, was wir weitermachen. Also ich habe mir das jetzt auf beide Seiten aufgetragen und das ist mir doch zu sehr Highlighter als wie Blush. Ich gehe jetzt darum einmal mit einem ganz normalen Puder nochmal drüber und versuche das mir so ein bisschen abzuschwächen. Ja, und so ist das manchmal mit Make-up. Manchmal stellt man dann fest, das ist mir jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel Glanz oder wie auch immer, aber man kann es in der Regel immer so ein bisschen korrigieren, ausgleichen und so wie es jetzt ist, gefällt es mir gut. Und dann machen wir weiter mit der Lidschattenpalette. Die Gestaltung der Palette gefällt mir richtig gut. Sie ist ein bisschen verspielt, die Farbtöne gefallen mir, diese goldenen Details gefallen mir sehr, sehr gut. Die Palette ist ziemlich klein, dafür, dass sie 16 Farben enthält. Ich halte hier mal meine Hand daneben, dann seht ihr das auch ziemlich gut, denke ich. Und wenn man sie aufklappt, sieht man auch, dass die Pans sehr, sehr klein sind. Man hat einen schönen Spiegel, der sogar nochmal gold umrahmt ist mit drin. Und was mich hier sehr angesprochen hat, sind einfach die Farben. Man hat hier eine richtig schöne Kombination aus ja, neutralen Tönen, rosanen Tönen. Man hat hier aber auch so schöne Grün- und Petroltöne dabei, was mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Und ich glaube, das ist für mich zumindest eine perfekte Palette zum Reisen, weil man da eigentlich viele Farben dabei hat, ohne eine riesen Palette mitnehmen zu müssen. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Sie war auch gar nicht so teuer. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren es 11 Euro. Ich blende euch das hier aber ein. Und ich glaube, ich werde euch jetzt zuallererst ein paar Farben swatchen. Und ich denke, ich nehme einmal hier diesen rosanen Ton.
Dann vielleicht auch einmal diesen Grünton hier unten. Dann würde ich sagen, vielleicht auch einmal den hier oben, einen schimmernden. Und einen Braunton nehmen wir vielleicht auch noch. Und die swatche ich euch jetzt einfach mal hier hin. Ja, der Rosane kommt jetzt sehr soft rüber. Ich glaube, damit kann man schöne Looks schminken. Ich bin jetzt gleich gespannt, wie es auf dem Auge ausschauen wird. Und wir legen einfach mal direkt los. Als allererstes nehme ich mir einmal diesen ja, großen Blendepinsel von Mavia Beauty CB105 und gehe hier oben in diesen Farbton, um mein Auge einfach damit zu setten. Ich sette meine Augen eigentlich immer, weil ich für mich das Empfinden habe, dass sich die Farbtöne dann einfach besser verblenden lassen. Und wenn dann auch noch so eine schöne passende, so ein schöner passender Farbton in der Palette mit dabei ist, dann nutze ich den natürlich auch gerne gleich. Und dann werde ich jetzt einmal weitermachen mit einer neutralen Farbe. Weil ich noch nicht genau weiß, welche Farbtöne ich im Anschluss weiternehmen werde. Ich glaube, ich nehme diesen Braunton hier einmal, gehe mit dem gleichen Pinsel einmal rein und den setze ich mir jetzt einmal hier oberhalb meiner Lidfalte hin und blende den bis fast unter die Augenbraue aus. Mit dem Finger einfach mal in diesen Farbton hier rein und werde mir den aufs bewegliche Lid setzen. Mit einem etwas fester gebundenen Blendepinsel in den Ton daneben, der ist etwas dunkler, hat auch Schimmer mit drin und das setze ich mir ins äußere Farb. Mit einem etwas fluffigeren Blendepinsel gehe ich jetzt nochmal in den allerersten Farbton, den ich hergenommen habe, zum Setten rein. Ähnlich viel Produkt und blende mir das dann einfach hier oben auch nochmal ein bisschen sauberer aus. Jetzt gehe ich einmal in den Braunton vom Anfang mit einem etwas flacher gebundenen Pinsel. Und das möchte ich mir zum unteren Wimpernkranz hinsetzen. Mit dem Smoothie Brush gehe ich jetzt noch in diesen Farbton hinein. Es ist ein ganz dunkler, matter lila Ton. Und den setze ich mir ganz dicht am Wimpernkranz hin, aber nur so im äußeren Drittel, würde ich sagen. Ich habe mir auch jetzt gleich einen Eyeliner und Mascara aufgetragen und einen Lippenstift trage ich auch schon. Lippenstift habe ich von MAC einen verwendet und zwar den Luster Lipstick 516 Plumpful. Ich liebe diesen Farbton einfach und ja, zum Augen-Make-up wollte ich aber gerne noch ein paar Worte sagen. Ich
finde ihn sehr schön und romantisch und das passt natürlich auch zum Namen der Palette. Ich finde die Farben richtig, richtig schön hier. Die Kombination gefällt mir sehr gut. Sie ließen sich gut auftragen, sie ließen sich gut verblenden. Ich hatte keinen Fallout und ich bin damit sehr happy. Ich freue mich auch schon drauf, diese Töne hier zu testen und das wird meine neue Lieblingsreisepalette sehr wahrscheinlich, denn ich finde sie vom Format einfach sehr, sehr praktisch und cool. Und das, was dabei herausgekommen ist, eben auch. Und das gefällt mir. Was ich jetzt noch machen möchte, ist so ein bisschen Highlighter auftragen. Und dann nehme ich jetzt nochmal diese Palette hier. Und ich überlege gerade nochmal zwischen diesem und diesem Ton, welchen ich da jetzt verwenden werde. Ich swatche die jetzt darum auch nochmal hier. Der eine ist schon sehr, sehr hell und der andere hat so einen, ja, etwas dunkleren Einschlag. Und ich glaube, ich nehme heute den etwas dunkleren. Und da nehme ich jetzt erstmal einen ganz kleinen Pinsel. Mit dem gehe ich einmal hier in den Farbton hinein und das setze ich mir. Oh, die haben echt Kraft, ne, die Highlighter. Den setze ich mir hier unter den Augenbrauenbogen. Dann nehme ich den auch her und setze mir den hier in den inneren Augenwinkel. Und jetzt gehe ich auch noch mal hier in den ganz hellen, aber nur ganz leicht und setze mir das ein bisschen noch hier auf meinen höchsten Punkt, aber nicht viel, weil ich finde, durch diesen rosanen hier habe ich da schon ordentlich Glow und ich will es da nicht übertreiben. Ich glaube, so lasse ich das. So gefällt mir das Gesamtbild sehr gut. Wie gesagt, hier bei der Palette, da werde ich sämtliche Farbtöne als Highlighter verwenden und nicht mehr als Blush, weil mir das einfach zu sehr Highlighter ist als wie Blush. Man könnte überlegen, ob man das vielleicht als Blush-Topper noch einsetzt. Da ist das sicherlich auch eine schöne Geschichte. Und da muss ich mich noch ein bisschen mehr ausprobieren und austesten. Aber generell finde ich die Farben sehr, sehr schön und darf mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Renate. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch gefällt mein kleiner romantischer Look. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr hier gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Damit verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und falls ihr jetzt noch Lust habt, blende ich euch hier zwei weitere Videovorschläge ein. Klickt doch da gerne mal rein. Ich sage Tschüss, bis ganz bald, eure Nicole.